wirklich eine Veränderung von den Kunden, insbesondere im Alter. Viele jüngere Kunden, die kommen, auch eine Zunahme von den Elternkundschaft, Passionären, Familien. Und wirklich ja, höhere Stammkundenanteil. Und das ist wirklich der Alltag, Leute, die ich noch nie hier gesehen habe, wo man wirklich merkt, wo jetzt ja, durch die Krise auch betroffen sind und jetzt hier können wir einkaufen. Wir hatten nie Lieferengpässe. Also muss ich wirklich sagen, das ist eine Genossenschaft von der Caritas Märkte, wo wir angeschlossen sind. In Sempach sind die. Und sie sind zuständig für die ganze Warenakquisition. Und das haben wir wirklich gemerkt, dass das reibungslos funktioniert. Wir haben am Anfang einen Engpass gehabt, wegen den Hamsterkäufen, weil das Gerücht umging, dass alle Lebensmittelläden schliessen. Und da haben wir einen rechten Ansturm gehabt. Und wie auch bei anderen Detailhändlern haben wir gemerkt, dass die Gestelle, die legal sind, leer sind. Und bis wir die Waren wieder hatten, das braucht Lieferkette, oder, haben wir gute Wochen schon ein bisschen Engpass gehabt. Vor allem Grundnahrungsmittel, das merkt man vor allem. Also alles, was Mehl, Zucker, Öl, Spaghetti, Teigwaren, Joghurt, wirklich Grundnahrungsmittel, Milch sowieso. Das hat massiv zugenommen. Würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass unsere Kunden nicht unbedingt die Leute sind, die sich gross Restaurantbesuche leisten können. Und dementsprechend haben wir es jetzt hier nicht so gemerkt. Wir haben hingegen auf unserer Tour, die wir machen, wir gehen alltag Brot vom Vortag abholen bei verschiedenen Bäckereien. Und wir haben auch jemanden, der so einen Cash und Carry, wenn ich den Namen darf sagen. Und das ist dann auch so ein Grossist. Und von dort her merken wir eine Zunahme. Weil die natürlich ihre Jahre nicht mehr an die Restaurant verkaufen können, da haben wir dann massiv mehr. Und das ist insbesondere Früchte und Gemüse, die wir dürfen holen. Auch nicht unbedingt. Nein, es ist bei uns wirklich so, wir haben einen sozialen Treffpunkt normalerweise, der Caritas merkt, oder, wo die Leute dürfen sich so, also kommen treffen, einen gratis Kaffee bekommen, sich austauschen. Und von dem her haben wir wirklich viele Leute gehabt, in den normalen Zeiten, die hier ihren Kaffee sich trinken und dementsprechend auch hier können einsparen. Stabilität. Das ist echt das Wichtigste, was ich mir wünsche, dass man effektiv ein bisschen weiterdenken, vor allem weiter planen kann, als in den vergangenen Jahren. Auch jetzt noch, man nimmt eigentlich jeden Tag, wenn er kommt. Und probiert sich auch nicht viel zu viel Gedanken zu machen, um sich zu beeinflussen und Leben nachzuziehen. In dem Sinne, das ganze Thema, das da nur noch Nummer 1 ist.